Wie ist das eigentlich? Wer entscheidet im Heute-Journal, was läuft und was nicht? Es wird oft gefragt. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich arbeite hier seit 13 Jahren und so ganz sicher bin ich mir immer noch nicht. Das machen irgendwie die 2 Dutzend Leute, die mit mir gemeinsam und mit Gundula hier jeden Tag arbeiten. Heute war irgendwie klar, dass wir schauen müssen, was aus Aleppo wird. Und die Vorgeschichte des Mordes von Freiburg, auch da waren wir uns sicher. Und dass beim EU-Gipfel in Brüssel kaum was zu sehen ist, dass das Interessanteste hinter den Kulissen spielt und es besser ist, mit Anne Gellinek zu reden, als lange vorfahrende VIPs zu zeigen, das war auch klar. Aber den Hintergrundbeitrag vorhin, ob man mit Facebook-Daten Wähler manipulieren kann, das hätten wir nicht unbedingt heute machen müssen. Aber wir fanden es wichtig und es passte heute gerade rein. Und irgendwann ist dann die Sendung rund. Manchmal nach heftigen Diskussionen. Glauben Sie bloß nicht, dass sich hier alle einig sind. Und dann passiert sowas wie heute. Dann rief Jörg Brase an, unser Mann in Nairobi, und sagte, ich habe da eine Story, die muss überhaupt nicht sein. Aber nach dem Dreh glaube ich wieder an das Gute im Menschen. Und da war klar, das brauchen wir. So sah ich aus, bevor der Krebs kam, sagt Rose. Vor 2 Jahren bekam sie die Diagnose Hirntumor. Rose wurde operiert, der Krebs schien besiegt, doch er kam wieder, diesmal war es Brustkrebs. Operation und Chemotherapie zerstörten nicht nur die Krebszellen, sondern auch ihr Selbstwertgefühl. Als mir gesagt wurde, dass ich zum 2. Mal Krebs habe, brach ich zusammen. Ich hatte gedacht, ich könnte wieder arbeiten, meine kleine Tochter großziehen. Ich fühle mich hässlich, ich will nicht mehr vor die Tür gehen. Ich gehe nur raus, wenn ich ins Krankenhaus muss. Heute aber traut sie sich aus dem Haus. Rose hat einen Termin. Sie verlässt Kibera, Nairobis größtes Armenviertel, und macht sich auf den Weg in den Schönheitssalon von Diana Aketch. Na, bist du mitgekommen, um zu sehen, wie wir deine Mama wieder schön machen? Diana Aketch gibt, was sie hat, um Frauen wie Rose zu helfen. Und sie hat einen der größten Schönheitssalons Nairobis. Eine Freundin, die an Krebs erkrankte, brachte sie auf die Idee. Es ist wie eine Therapie. Wenn die Frauen reinkommen, dann sind sie voller Selbstmitleid. Aber wenn sie diesen Ort verlassen, sind sie komplett verändert. Sie sind so schön, so voller Leben. Für einen Moment vergessen sie, was sie durchmachen müssen. Und dann beginnt Roses Verwandlung. Mach die Augen erst wieder auf, wenn ich es dir sage, meint Diana. Und Rose ist nicht die einzige Krebspatientin, der Diana wieder Hoffnung gibt. Einmal im Monat kommen viele Frauen mit Tüchern über ihren kahlen Köpfen in Dianas Salon. Dann veranstaltet sie einen Tag der offenen Tür. Perücken und Kosmetika bezahlt sie aus eigener Tasche. Mit meiner Freundin fing es an. Bis heute habe ich über 200 Frauen geholfen und mindestens 100 weitere stehen auf meiner Warteliste. Ich will so etwas jeden Monat machen, so lange wie ich es mir leisten kann. Die Reaktionen sind toll und das freut mich. Diese Krankheit kann jeden treffen. Unsere Mütter, unsere Schwestern, unsere Töchter. Wenn wir diesen hübschen Frauen wieder ein Lächeln schenken können, ist das der schönste Lohn. Auch Roses Verwandlung ist abgeschlossen. Du kannst die Augen wieder aufmachen, sagt Diana. Ich bin wieder Rose, sagt sie. Was Diana tut, ist unglaublich. Sie gibt uns den Mut, weiterzumachen, sagt Rose. Gott wird sie dafür belohnen. Wirklich, wirklich eine schöne Geschichte. Noch zuvor hin, wenn Sie in der ZDF-Mediathek in der Suche eingeben, ein Tag beim Heute-Journal, dann finden Sie genau darüber einen kleinen Film. Eine Viertelstunde aus unserem wahren Leben. Und jetzt Maybrit Illner darüber, wie dieses Jahr war, da gibt es ja einiges zu besprechen. Und wir sagen bis morgen. Tschüss.